Ja, hallo meine Lieben, ich komme in diesem Video wieder einmal zu einem meiner Lieblingsthemen und zwar zu CBD-Öl, obwohl ich ja weiß, dass YouTube und auch die anderen großen Medienplayer das gar nicht so gerne sehen. YouTube sperrt bei meinen CBD-Videos die Werbung raus und auch Facebook lässt keine CBD-Produkte in meinen kleinen Minishop auf FB zu. Warum das so ist, kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Es wäre diesbezüglich einfach mal schön, hier eine schöne, nette Antwort darauf zu bekommen. Dass die doch der Mainstream und in dem Falle das österreichische Fernsehen auch schon über fantastische Erfolge mit CBD berichtet und auch ich hier über einen herausragenden Erfolg berichten kann, das erfährst du wie immer nach dem Intro. Ja, noch einmal ganz kurz, warum YouTube und FB keine Werbung zulassen, wenn es um CBD geht. Ich weiß es nicht, möchte hier jedoch noch einmal ganz klar betonen, bei CBD handelt es sich zwar um einen Wirkstoff der Cannabispflanze, ja, das hat aber keinerlei psychoaktive Wirkung, wie eben der Bruder von CBD und zwar THC. Und THC ist eben auch der Wirkstoff oder auch ein Wirkstoff von Cannabis und der bekanntere Wirkstoff. Und dieses THC hat eben die bekannte psychoaktive, also berauschende Wirkung. Vielleicht ist auch das der Grund, dass in fast allen CBD-Produkten ein Rest-THC-Gehalt von in Österreich von bis zu 0,3% erlaubt ist und in Deutschland sind es bis zu 0,2% THC. Vielleicht ist das einfach auch der Grund, ich weiß es nicht. Etwas anderes fällt mir dazu einfach nicht ein. Und auch hier möchte ich noch einmal ganz klar betonen, dass in dem CBD Royal, das ich nehme, kein THC nachweisbar ist. Also eigentlich gar kein THC drinnen ist, das CBD Royal, das ich jetzt einfach nehme. Das jetzt einfach mal für die Menschen, die wirklich Interesse an diesem Produkt haben. THC ist im CBD Öl Royal nicht nachweisbar. Okay, und jetzt kommen wir zu den Erfolgen mit CBD bei Gehirntumor, meine Lieben. Als erstes habe ich eine Geschichte zu erzählen über Michael M. Diesen Bericht hat uns seine Schwester eben zukommen lassen und ich lese ihn oder ich gebe ihn einfach wortwörtlich so wieder, wie sie in uns geschrieben hat. Bei Michael M., 56 Jahre, wurde am 3. Dezember 2018 ein sehr bösartiger Tumor diagnostiziert. Keine Möglichkeit mehr zu operieren und auch keine Bestrahlung. Lebenserwartung von den Medizinern maximal 6 Monate. Im Jänner wurde mit Chemotherapie begonnen, um zu versuchen, den Patienten, seinen Kindern und Angehörigen mehr Lebenszeit und Zeit zum Verabschieden zu schenken. Zeitgleich wurde ich im Jänner auf einen Artikel in Facebook von der Tepperwein Collection aufmerksam. Hirntumore und CBD. Wir hatten nichts zu verlieren und versuchten eine Besserung seiner Symptome mit CBD. Die Dosis von CBD Royal haben wir sehr zügig gesteigert. Nach circa einem Monat hat Michael M. circa 3 Esslöffel täglich zu sich genommen. Erstaunlicherweise stellten sich keine neurologischen Ausfälle wie Lähmungen, Sprachstörungen und so weiter ein. Im Juni 2019 haben wir selbstständig eine Magnetresonanzkontrolle in einem Röntgeninstitut vereinbart. Da mittlerweile 7 Monate vergangen waren und wir als Familie ihm seinen letzten Wunsch noch einmal gemeinsam Urlaub in Italien erfüllen wollten. Am Montag, den 17. Juni, bekamen wir die Nachricht, der Tumor ist weg. Ein weiteres Vorsprechen mit den Bildern im AKH wurde ebenfalls bestätigt. Der Tumor ist nicht mehr sichtbar. Am 19. Juni 2019 feierten wir gemeinsam als Familie den 57. Geburtstag in Italien. Ja, meine Lieben, dieser Bericht wurde von der Schwester, eben wie schon gesagt, des Patienten wortwörtlich so an uns weitergegeben. Ich habe nur den Namen abgekürzt, um eben den Datenschutz zu gewährleisten. Ja, meine Lieben, das ist schon was und das sind eben die Gründe, warum ich das hier mache. Hier geht es nicht darum, Versprechen abzugeben, ja, sondern aufzuzeigen, dass man das Glück einfach in seinem Leben herausfordern kann, wenn man die richtigen Informationen hat.
Die andere Geschichte, die ich euch erzählen kann, ist ein Fernsehbericht, wie ich anfangs schon erwähnt habe, der jetzt Ende August 2019, also brandneu, im österreichischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Berichtet wird hier, also ich gebe hier den Sinn dieser Ausstrahlung einfach mal wieder, und berichtet wird hier, dass im Klinikum Klagenfurt höchst erfreuliche und erfolgreiche Versuche mit 10 Hirntumorpatienten durchgeführt wurden. Auch hier wird ein Gehirntumorpatient gezeigt, eben im Fernsehen, der seinen Tumor nun schon 3 Jahre überlebt hat und dessen Tumor nicht mehr nachweisbar ist. Und dieser Patient geht alle 3 Monate eben regelmäßig zur Untersuchung. Es wird auch gesagt, dass Chemo- und Strahlentherapie seine Wirkung eben bei diesen Patienten auch gehabt haben, dass sie doch gerade CBD bei schnell wachsenden Hirntumoren das Wachstum hemmt und kranke Zellen isoliert, bis diese offensichtlich aushungern und absterben. Der interviewte Arzt im Fernsehen weist auch darauf hin, dass zurzeit in Amerika Forschungen laufen und auch in Kooperation mit Laibach hier fleißig geforscht wird. Also es tut sich was auf dem Sektor, und wenn hier wirklich auch mal der Mainstream, die Mainstream-Wissenschaft aufspringt, dann ist da mit Sicherheit einiges dahinter, meine Lieben. Ja klar, die Wissenschaft, die will einfach reproduzierbare Ergebnisse. Mir persönlich genügt es, wenn man weiß, dass es Menschen gibt, die ihre schwere Krankheit mit CBD-Öl oder auch anderen alternativen Mitteln besiegt haben oder auch schwer eingedämmt haben und ein vieles an mehr Lebensqualität und Lebenszeit einfach auch zurückgewonnen haben und weiter zurückgewinnen werden, meine Lieben. Wer den Bericht hier sehen möchte, von dem ich jetzt zum Schluss gerade noch berichtet habe, also den Fernsehbericht, da kann hier jemand einfach sich das gerne anschauen. Das ist auf der österreichischen, auf der TV ORF Mediathek zu sehen. Ich werde den Link hier eben einblenden. Wer das will, ist auf jeden Fall wert, sich das Ganze anzuschauen. Ja, es tut sich was in dem Bereich. Und das war's auch schon wieder, meine Lieben. Wer noch mehr Erfolgsberichte über CBD nachlesen möchte, der kann das gerne auf meiner Homepage bewusst gesund geosixt lebensmut.at tun. Hier gibt es viele, viele noch andere Erfolgsberichte dazu. Hier wird ganz genau beschrieben, warum CBD wirkt, was sie einfach auch ist. Alles, was sie hier einfach noch erfahren möchte. Und natürlich auch, wo ihr das CBD-Öl, das ich empfehle, auch erwerben könnt. Und eben auch, wie ihr ein passives Einkommen, Nebeneinkommen euch zulegen könnt. In dem Sinne, meine Lieben, haltet 2 Daumen in die Kamera, schaut in meine Infobox, eben auch auf meine Homepage. Und ja, bleibt mir wohl gesonnen, bleibt gesund oder werdet es, wenn ihr es noch nicht seid. Alles Liebe, ciao, tschüss und servus, euer Geo.